Willkommen zu unserem kleinen Exkurs zum Thema, wie erlaube ich Active Directory-Benutzern den Zugriff auf einen Mac. Wir verwenden in unserer Demo hier gerade die Version 10.9.5 von macOS. Die einzelnen Einstellungen würden wir typischerweise machen in den Users and Groups Preferences bzw. Benutzer- und Gruppeneinstellungen, die wir entweder hier oben rechts aufrufen oder eben hier unten im Dock finden. Da gibt es auch diese User and Groups Preferences. Wir schalten jetzt erstmal hier den Bereich frei, beziehungsweise sehen wir hier, dass das Schloss-Symbol noch zu oder geschlossen ist. Ohne Authentifizierung können wir hier erstmal keine Änderungen vornehmen, deswegen authentifizieren wir uns noch einmal und werden dann hier bei den Login-Options hingehen und die übliche Network-Account-Server hinzufügen. Man würde jetzt denken, dass man hier einfach die Domäne angeben kann und das macOS-System dann gleich die Domäne joint, ist aber nicht so. Das funktioniert in der Regel nicht. Wir sehen hier, wir sollen doch bitte den Active Directory vollqualifizierten Domainnamen angeben. Funktioniert aber so nicht. Gut, das macht aber nichts, denn wir haben die Möglichkeit, das nochmal vernünftig zu machen, beziehungsweise machen wir das üblicherweise über den Button hier über Open Directory Utility. Hier haben wir erstmal nochmal die Not, dass wir uns nochmal authentifizieren müssen, um die Möglichkeit der Anpassung oder der Editierung der Einstellungen freizuschalten. Wir wählen Active Directory aus und dann den Button mit dem Stiftsymbol. Hier unten wählen wir dann den entsprechenden Computernamen aus. Der muss nicht dem Computernamen von dem macOS-System entsprechen, ist einfach nur der Name, der später für das Computerkonto verwendet wird. Darüber geben wir dann die Domäne an. Und unter den Advanced Options finden sich aber dann noch weitere Einstellungen wieder, wie zum Beispiel, wie die Benutzererfahrung sein wird, Mappings von Active Directory-Attributen zu macOS-Attributen oder eben auch, ob bestimmte Netzwerkbenutzergruppen administrativen Zugriff haben sollen auf dieses macOS-System. Wenn wir das entschieden haben, können wir dann auf Bind klicken und dort unsere Zugriffsdaten auf die Domäne angeben. Und wenn alles hinhaut, dann würde jetzt das Ganze der Domäne gejoint. In diesem Fall ist es aber nicht so, das kann ich jetzt schon mal verraten, denn wir schauen oben rechts auf die Uhrzeit, da steht nun 10.20 Uhr. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht 10.20 Uhr, sondern die Uhr geht hier etwas vor und genau aus diesem Grund gibt es auch einen kleinen Fehler. Wir sehen hier auch bei der Fehlermeldung, könnte es einen Hinweis darauf geben, Date and Time. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wenn wir uns authentifizieren wollen, müssen wir natürlich auch entweder Zeitsynchronisierung aktiviert haben oder zumindest eine ähnliche oder eine sehr nahe Zeit haben. Die Zeit auf dem macOS-System sollte dergleichen, die auch gerade auf dem Domain-Controller herrscht. Dementsprechend ändern wir es hier ganz kurz und probieren es nochmal mit einem Bind. Geben nochmal unsere Zugriffsdaten an für die Domäne und anschließend sollte dann der Dialog weiter durchlaufen. Es gibt da einige Schritte, die durchlaufen werden. Unter anderem wird dann auch nochmal geschaut, gibt es dieses Computerkonto für den Computer MyMac 03 bereits. Das sehen wir jetzt gerade hier. Checking for existing entry. Und anschließend wird das System dann quasi in die Domäne übernommen. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, dann wird unten rechts das kleine OK auch auszuwählen sein und der OK-Button wird dann aktivierbar sein. Das werden wir dann auch gleich klicken, um diesen Vorgang dann auch gleich abzuschließen. Da sehen wir es. Alles in Ordnung. Wir hätten nochmal oben die Möglichkeit, anbinden, das Ganze rückgängig zu machen. Wollen wir aber nicht. Wir schließen die Dialoge und können jetzt erstmal schauen, wie es denn jetzt mit unserem Benutzer aussieht, beziehungsweise schauen wir mal an. Hier unten unter den Login Options sehen wir, dass der Network Account Server eingetragen ist. Die Domäne Bierbrau ist also eine mögliche Authentifizierungsquelle. Wir können jetzt hingehen und sagen, wir rufen jetzt den Anmeldebildschirm einfach mal auf und melden uns jetzt als Netzwerkbenutzer an. Sprich als Benutzer, der nicht lokal existiert, sondern der nur in der Domäne existiert. In diesem Falle verwende ich hierfür den Administrator-Account. Wir sehen, das dauert ein bisschen. Der Benutzer existiert lokal natürlich nicht, hat dementsprechend noch kein lokales Home-Laufwerk und so weiter. Dementsprechend kann das etwas beim ersten Anmelden etwas dauern. Nun sehen wir, ich bin angemeldet als Administrator. Einen Administrator gab es
bis dahin nicht, zumindest kein Benutzer, der genauso hieß. Ich öffne jetzt, machen wir erstmal einen kleinen Shortcut aufs Terminal und öffne dann ein Terminalfenster. Hier werde ich mir dann anzeigen lassen, da steht dann auch mein Benutzername, sag nochmal Who am I, wird angezeigt, ich bin der Benutzer mit dem Namen Administrator, wechsle mal einfach ins Users-Verzeichnis, sehe dann dort, dass auch hier ein Benutzerverzeichnis für mich angelegt wurde. Hier sehen wir das Verzeichnis mit dem Namen Administrator. Wir sehen also, wir haben ähnliche Möglichkeiten wie ein normaler lokaler Benutzer mit lokalem Home-Verzeichnis. Das ist jetzt gleich auch ein bisschen ersichtlich innerhalb dieser Benutzer- und Gruppeneinstellungen. Da sehen wir ganz oben, wir haben den Administrator, der ist aber eben nicht kein normaler Benutzer, sondern ist ein Network- oder ein Netzwerkbenutzer. Wir sehen, der ist Managed. Managed deutet meist darauf hin, dass bestimmte Einstellungen bzw. Berechtigungen nicht vorhanden sind. Und das sehen wir hier auch, wenn ich jetzt gerade versuche, hier das Ganze zu entsperren, um weitere Einstellungen zu machen und probiere einfach mal meinen Netzwerkbenutzernamen anzugeben. Und sagte, nee, das darf ich nicht, beziehungsweise sagt es mir leider nicht, es funktioniert einfach nur nicht. Ich kann mit meinen Netzwerkdaten oder Netzwerkzugriffsdaten nicht dieses Interface entsperren. Aber wenn ich jetzt den lokalen Admin angebe, das ist bei mir der CL-Admin, dann funktioniert das. Dann habe ich die Möglichkeit, das Interface zu entsperren und dementsprechend Änderungen zu machen oder Anpassungen am System zu machen. Zu guter Letzt schauen wir uns nochmal hier kurz die Option an, mit dem wir die Möglichkeit hätten, das Ganze einzuschränken. Nicht jeder Netzwerkbenutzer soll sich anmelden, sondern nur bestimmte sollen das dürfen. Da sehen wir hier die Möglichkeit, einfach mal zu browsen, sprich das Active Directory zu durchsuchen und auszuwählen, dass zum Beispiel hier nur dieser Benutzer Mike Krüger sich anmelden darf. Das mache ich, möchte ich in diesem Moment aber nicht. Dementsprechend entferne ich das wieder und logge mich aus. Dies schließt unseren kleinen Exkurs in die Welt von macOS ab und mir bleibt nichts anderes übrig, als Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und viel Spaß mit macOS.